Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar möchte ich euch heute wieder ein Märchen von Hans Christian Andersen vorlesen, und zwar der Wassertropfen. Du kennst ja wohl ein Vergrößerungsglas, so ein rundes Brillenglas, das alles viele Male größer macht, als es ist. Wenn man es nimmt und vor das Auge hält und dadurch den Wassertropfen draußen vom Teiche betrachtet, so erblickt man über 1000 wunderbare Tiere, die man sonst nie im Wasser sieht. Aber sie sind da. Es ist wirklich so. Es sieht fast aus wie ein ganzer Teller voller Krabben, die untereinander herumspringen. Sie sind sehr raubgierig. Sie reißen einander Arme, Beine, Enden und Stücke ab. Und doch sind sie auf ihre Weise froh und vergnügt. Nun war einmal ein alter Mann, dem alle alten Kribbel-Krabbel nannten, denn so hieß er. Er wollte immer das Beste von jeder Sache haben, und wenn das durchaus nicht gehen wollte, dann nahm er es durch Zauberei. Dieser Mann saß eines Tages und hielt sein Vergrößerungsglas vor das Auge und betrachtete einen Wassertropfen, der von draußen aus einer Pfütze im Graben genommen war. Wie es kribbelte und krabbelte, all die tausend Tierchen hüpften und sprangen, zeterten miteinander und fraßen voneinander. »Das ist ja abscheulich«, sagte der alte Kribbelkrabbel. »Kann man sie nicht dahin bringen, in Ruhe und Frieden zu leben, dass sich jedes um sich selbst kümmert?« Er dachte und dachte, aber es wollte nicht recht gehen. Und deshalb musste er zaubern. Ich muss ihnen Farben geben, damit sie deutlicher sehen können, sagte er, und dann tröpfelte etwas, einen kleinen Tropfen Rotwein ähnlich, in den Wassertropfen. Aber das war Hexenblut von der feinsten Art, zu 6 Pfennig aus seinem Ohrläppchen. Nun wurden die wunderbaren Tierchen über den ganzen Körper rosarot. Es sah aus wie eine ganze Stadt voller wilder, nackter Männer. »Was hast du da?«, fragte ein anderer alter Zauberer, der keinen Namen hatte. Und das war gerade das Feine an ihm. »Ja, du kannst raten, was es ist«, sagte Kribbelkrabbel. »So will ich es dir schenken. Aber es ist nicht leicht herauszufinden, wenn man es nicht weiß.« Der Zauberer, der keinen Namen hatte, sah durch das Vergrößerungsglas und sah wirklich, es sah wirklich aus wie eine ganze Stadt, wo alle Menschen ohne Kleider herumliefen. Es war schauerlich, aber noch schauerlicher war es, zu sehen, wie der eine dem anderen puffte und stieß, wie sie sich zwickten, zupften, bissen und zerzaust wurden. Was unten war, sollte nach oben. Und was oben war, sollte wieder nach unten. Sieh, sein Bein ist länger als meins. Bah, weg damit. Da ist einer, der hat eine kleine Beule hinterm Ohr. Ein kleines, unschuldiges Beulchen. Aber sie quälte ihn. Und darum sollten sie ihn noch mehr quälen. Sie hackten ihm hinein und zerrten an ihm. Sie fraßen ihn der kleine Beulen wegen. Da saß einer, so still wie eine kleine Jungfrau, und wünschte nur Ruhe und Frieden. Aber nun sollte die Jungfrau hinfort, und sie zerrten an ihr, sie zerrissen und verschlangen sie. »Das ist sehr belustigend«, sagte der Zauberer. »Ja, was glaubst du wohl, was es ist?«, fragte Kribbelkrabbel. »Kannst du es ausfindig machen?« »Nun, es ist leicht zu sehen«, sagte der andere. »Es ist irgendeine große Stadt. Die gleichen einander ja wie alle. Eine große Stadt ist es.« »Es ist Grabenwasser«, sagte Kribbelkrabbel. Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wenn ihr mehr von mir hören wollt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da, und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Eure Florinda. Bye.